Heute möchte ich dir 20 der besten britischen Dividendenaktien vorstellen. Jetzt wirst du dich fragen, warum britische Aktien, was machen die so interessant, gerade für Auswanderer? Nun, in Großbritannien gibt es keine Quellensteuer. Das heißt, wenn dir eine britische Aktie Dividenden ausbezahlt, dann bekommst du tatsächlich 100% der Dividende und es wird dir nicht wie in den meisten anderen Ländern, USA, Deutschland, Niederlande, Luxemburg, eine Quellensteuer in Höhe von 15 oder vielleicht sogar 30% abgezogen. Und das ist ja etwas, was gerade für Auswanderer, die in steuergünstigen Ländern, sagen wir zum Beispiel mal Dubai, leben, doch ein großes Problem ist. Du wohnst in Dubai, bekommst eine Dividende, sagen wir aus den USA, 30% sind erstmal weg. Und das ist natürlich nicht sehr schön. Bei britischen Aktien kann dir das nicht passieren, denn wie gesagt, es gibt keine Quellensteuer, völlig unabhängig davon, wo du wohnst. Wichtig, ich bin kein Aktienexperte. Die Unternehmen, die ich dir vorstellen werde, sind große Unternehmen. Alles langweilige Unternehmen, keine Frage. Hier kann jeder rausfinden, wie die performen, aber es ist vielleicht einfach eine kleine Inspiration für dich. Vielleicht gibt es noch andere britische Unternehmen, die für dich besser geeignet sind, die dir eher liegen. Aber ich habe gedacht, ich stelle dir mal 20 hier vor. Kannst mal so einen Eindruck gewinnen, was es so am Markt in Großbritannien gibt. Ein wichtiger Punkt ist folgender, den du unbedingt beachten musst. Es geht hier also nicht darum, an welcher Börse dieses Unternehmen gelistet ist. Es muss sich tatsächlich um ein britisches Unternehmen handeln. Es gibt ja an der Londoner Börse auch viele internationale Unternehmen, die dort gelistet sind und auch gerade viele irische Unternehmen, die dann auch die Firmenendung PLC haben für Public Limited Company. Das sind allerdings irische Gesellschaften und dort wird dann Quellensteuer 25% fällig werden, wenn diese der Dividenden ausschütten. Also achte genau darauf, dass es wirklich britische PLCs sind und nicht irgendwelche irischen PLCs in diesem Fall. Und übrigens hier noch ein anderer kleiner Hinweis. Das Gleiche hinsichtlich der Quellensteuer gilt natürlich auch für Familienholdings. Wenn du also zum Beispiel eine Familienholding in UK hättest und diese Familienholding schüttet dir Dividende aus, dann ist natürlich auch hier keine Quellensteuer fällig. Das kann sehr interessant sein, denn hast du zum Beispiel eine Familienholding in der Schweiz und lebst, sagen wir mal, in Dubai, wie gesagt, werden 35% Quellensteuer fällig, wenn dir diese Familienholding einen Gewinn ausschüttet. Das kannst du in UK komplett vermeiden. Natürlich, das ist ein ganz anderes Thema. Ich packe dazu mal einen Link hier in die Beschreibung rein. Da kannst du mehr zur Familienholding lernen. Da haben wir auch ein eigenes Video dazu gemacht. Aber kommen wir zurück zu unseren Dividendenaktien. Die besten Dividendenaktien sind bekanntlich die, die mit schöner Regelmäßigkeit eine Dividende bezahlen. In guten wie in schlechten Zeiten. Besonders in schlechten Zeiten ist das natürlich wichtig, denn dann brauchen wir unsere Dividendenerträge ja am meisten. Heute will ich dir 20 britische Aktien vorstellen, die seit Jahren oder gar Jahrzehnten eine steigende Dividende bezahlen. Und das übrigens auch in den Pandemiejahren 2020 und 2021, als immerhin 42 der FTSE 100 Unternehmen aufgrund der Pandemie ihre Dividenden kürzten. Du willst natürlich auf keinen Fall, dass 42% deines Dividendenportfolios dich in solch stressigen Zeiten im Stich lassen. Nicht so die 20 Aktien, die wir dir vorstellen. Die haben ihren Aktionären die Treue gehalten und sie nicht enttäuscht. Auch nicht in diesen sehr schweren Pandemiejahren. Dann legen wir los. Übrigens hier in keiner besonderen Reihenfolge. Nummer 1, Unilever PLC. Unilever ist ein britischer Konsumgüterkonzern mit Marken wie Dove, Lux, Knorr und Ben & Jerry's. In den letzten 5 Jahren legte die Aktie um etwa 15% zu. Unilever zahlt seit über 50 Jahren eine Dividende aus, die jährlich erhöht wird. Im Jahre 2021 erwirtschaftet Unilever einen Umsatz von über 50 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 150.000 Mitarbeiter. Dann kommt Halma PLC. Halma PLC ist ein Sicherheits- und Umwelttechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf Sensorik. In den letzten 5 Jahren stieg die Aktie des Unternehmens um ca. 50%. Halma produziert unter anderem Rauchmelder, Wasserqualitätssensoren und medizinische Geräte. Mit über 7.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Halma 2021 einen Umsatz von 2,3 Milliarden britischen Pfund und zahlt seit über 30 Jahren eine wachsende Dividende. Platz Nummer 3, Sage Group PLC. Sage Group ist ein Softwareunternehmen, das Buchhaltungs- und Personalverwaltungssoftware für kleine und mittelständische Unternehmen anbietet. In den letzten 5 Jahren stagnierte die Aktie des Unternehmens weitgehend. Sage konnte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 2 Milliarden britischem Pfund
und einen Gewinn von 400 Millionen Pfund erwirtschaften. Sage zahlt seit über 25 Jahren eine Dividende an die Aktionäre aus. Nummer 4, Diageo PLC. Diageo PLC ist ein britischer Spirituosenkonzern und einer der größten Hersteller von Whisky, Rum und Bier weltweit. In den letzten 5 Jahren stieg die Aktie um etwa 30%. Bekannte Marken sind Guinness, Johnny Walker, Smirnoff und Captain Morgan. 2021 erwirtschaftet Diageo einen Umsatz von 15 Milliarden britischen Pfund und zahlt seit Jahrzehnten eine steigende Dividende an die Aktionäre. Platz Nummer 5, Croda International PLC. Croda International ist ein Spezialchemieunternehmen, das Rohstoffe und chemische Lösungen für die Kosmetik-, Pharma- und Lebensmittelindustrie produziert. In den letzten 5 Jahren legte die Aktie um 25% zu. Croda erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 2,3 Milliarden britischen Pfund und zahlt seit über 20 Jahren kontinuierlich eine jährlich steigende Dividende aus. Tolle Leistung. Spirax Sarco Engineering PLC. Spirax Sarco Engineering PLC ist ein Anbieter von Dampf- und Thermosystemen. Die Aktie entwickelt sich in 5 Jahren positiv um 35% gestiegen. Der Umsatz betrug 2021 über 1,5 Milliarden Pfund. Seit über 50 Jahren wird eine wachsende Dividende gezahlt. Platz Nummer 7, AstraZeneca PLC. Ich weiß, AstraZeneca ist für alle Anti-Vaxxer immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, aber dennoch für alle anderen eine sehr interessante Aktie. Die Aktie ist in den letzten 5 Jahren um 25% gestiegen und das Unternehmen zahlt seit Jahrzehnten eine steigende Dividende aus. Platz Nummer 8, Bunzl PLC. Bunzl ist ein britischer Vertriebshändler mit Fokus auf den Non-Food-Bereich. Das Unternehmen beliefert Kunden aus den Branchen Reinigung, Sicherheit, Lebensmittelproduktion und medizinische Versorgung mit Verbrauchsmaterialien und Betriebsausstattung. Bunzl ist in über 30 Ländern vertreten und erzielte 2021 einen Umsatz von 9 Milliarden britischen Pfund. In den letzten 5 Jahren entwickelte sich die Aktie stabil. Seit über 20 Jahren zahlt Bunzl kontinuierlich eine steigende Dividende aus. Platz Nummer 9, Relax PLC. Relax PLC ist ein britischer Medienkonzern, der Datenbanken, digitale Informationsdienste und Fachmessen anbietet. Zu den bekannten Marken gehören LexisNexis, Elsevier, Reed Exhibitions und Relax Live Events. Mit über 30.000 Mitarbeitern erwirtschaftete Relax einen Umsatz von 9 Milliarden britischen Pfund 2021. In den letzten 5 Jahren stieg die Aktie um 15%. Jedes Jahr erhöht das Unternehmen seine Dividendenausschüttung, die zuletzt bei über 2% Rendite lag. Platz Nummer 10, BAE Systems. BAE Systems ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Verteidigungs- und Luftfahrtsystemen. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigt 83.000 Mitarbeitern. Der Umsatz betrug 2021 24 Milliarden britische Pfund. In den letzten 5 Jahren stieg die Aktie um 15%. Das Unternehmen zahlt seit über 10 Jahren kontinuierlich eine steigende Dividende aus. Platz Nummer 11, politisch nicht korrekt, British American Tobacco PLC. British American Tobacco PLC ist eines der größten Tabakunternehmen der Welt. Das Unternehmen ist in über 180 Ländern vertreten und seine Marken umfassen unter anderem Dunhill, Lucky Strike, Newport und diverse E-Zigarettenmarken. Das Unternehmen erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 25 Milliarden Pfund. Die Aktie stieg in den letzten 5 Jahren um 5% an. Das Unternehmen zahlt seit 20 Jahren jährlich eine steigende Dividende aus. Natürlich gibt es hier Herausforderungen, wissen das alle, es wird immer weniger geraucht. Man wird also hier sehen müssen, wie sich hier das Unternehmen weiterentwickeln kann und ob es ihm gelingt, zu diversifizieren. Platz Nummer 12, die London Stock Exchange Group. Die London Stock Exchange Group betreibt die Londoner Börse und ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Finanzmarktinfrastruktur. Das Unternehmen ist in über 70 Ländern tätig und vereint die Segmente Börsenbetrieb, Marktdaten und Analysen sowie Post-Trade Services. Die Gesellschaft erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 6,6 Milliarden britischen Pfund. Die Aktie stieg in den letzten 5 Jahren um 40% an. Das Unternehmen zahlt seit Jahren eine stabile bzw. steigende Dividende aus. Platz Nummer 13, Smith & Nephew PLC. Smith & Nephew PLC ist ein global führender Anbieter von medizinischen Geräten und Implantaten für die Orthopädie. Das Unternehmen ist in über 160 Ländern tätig und beschäftigt etwa 16.000 Mitarbeiter. Im Jahre 2022 erwirtschaftete Smith & Nephew einen Umsatz von 5,2 Milliarden britischen Pfund. Der Aktienkurs stieg in den letzten 5 Jahren um 30% an.
Das Unternehmen zahlt seit über 20 Jahren eine jährlich steigende Dividende. Platz 14, Reckitt Benckiser Group PLC. Reckitt Benckiser Group PLC ist ein britischer Konsumgüterkonzern mit Schwerpunkt auf Gesundheit, Hygiene und Ernährung. Zu den bekannten Marken gehören Durex, Sagrotan, Clearasil, Calgon und Müsli-Marken wie Nutri-Grain. Das Unternehmen erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 13 Milliarden Pfund. Die Aktie legte in den letzten 5 Jahren um rund 15% zu. Seit über 20 Jahren bezahlt das Unternehmen eine jährlich steigende Dividende. Platz Nummer 15 ist Intertek Group. Intertek Group ist ein führender Anbieter von Qualitätssicherungsleistungen für Industrien weltweit. Es betreibt ein Netzwerk von über 1000 Laboren und Büros in über 100 Ländern. 2021 erwirtschaftete Intertek einen Umsatz von 2,5 Milliarden Pfund. Der Aktienkurs stieg in den letzten 5 Jahren um 30% an. Das Unternehmen zahlt seit über 20 Jahren eine kontinuierlich steigende Dividende an seine Aktionäre. Platz Nummer 16, Schroders PLC. Schroders PLC ist eine britische Investmentgesellschaft, die über 550 Milliarden britische Pfund für Anleger verwaltet. Das Unternehmen ist auf Aktien, Anleihen und alternative Investments spezialisiert. Die Aktie von Schroders lag in den letzten 5 Jahren um 40% zu. Schroders zahlt seit 20 Jahren eine kontinuierlich steigende Dividende an seine Aktionäre. Platz 17 ist die Ashtead Group PLC. Die Ashtead Group PLC ist ein internationaler Anbieter von Ausrüstungsvermietung mit Schwerpunkt auf den Märkten in den USA, Großbritannien und Kanada. Das Unternehmen vermietet Baugeräte, Maschinen und andere gewerbliche Geräte. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete Ashtead einen Umsatz von über 6,9 Milliarden britischen Pfund. Der Aktienkurs stieg in den letzten 5 Jahren um sage und schreibe 200% an. Ashtead zahlt seit vielen Jahren seinen Aktionären eine steigende Dividende aus. Platz Nummer 18, Rio Tinto PLC. Rio Tinto ist eines der weltgrößten Bergbauunternehmen. Das britisch-australische Unternehmen fördert eine Vielzahl an Rohstoffen wie Eisenerz, Aluminium, Kupfer, Uran, Diamanten und Gold. Der Umsatz lag 2022 bei über 63 Milliarden US-Dollar. In den letzten 5 Jahren stieg die Aktie um 15% an. Das Unternehmen zahlt eine Dividendenrendite von 10% und zahlt seit vielen Jahren eine ständig steigende Dividende an die Aktionäre aus. Platz 19 ist Chesnara PLC. Chesnara PLC ist ein britischer Konsolidierer von Lebensversicherungen und Pensionskassen. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Chesnara einen Umsatz von über 600 Millionen britischen Pfund. Der Aktienkurs legte in den letzten 5 Jahren um 10% zu. Es wird eine Dividendenrendite von 6% bezahlt und seit Jahren bezahlt Chesnara hier kontinuierlich eine steigende Dividende an die Aktionäre aus. Last but not least haben wir Legal General Group PLC, ein britischer Finanzdienstleister, Versicherer und Vermögensverwalter. Das Unternehmen wurde 1836 gegründet und erwirtschaftet heute einen Umsatz von 18 Milliarden britischen Pfund. In den letzten 5 Jahren ist der Aktienkurs von Legal General um 25% gestiegen. Die Dividendenrendite liegt bei derzeit rund 7%. Es wird seit vielen Jahren hier eine jährlich steigende Dividende an die Aktionäre bezahlt. So, das waren unsere 20 britischen Unternehmen, die ich dir hier vorstellen wollte. Klar, die hier vorgestellten Unternehmen sind jetzt nicht die schicksten Unternehmen, wie ich dir schon am Anfang gesagt habe. Hab ja schon da gesagt, die sind so ein bisschen langweilig. Viele davon repräsentieren eben alte und aus der Mode gekommene Branchen, was es etwas schwieriger macht, optimistisch zu sein. Allerdings brauchst du ja auch nicht in 20 britische Aktien zu investieren. Such ein paar aus, die zu dir passen. So, nun sind wir am Ende des Videos angelangt. Hast du selbst einen Tipp zu britischen Aktien oder besitzt du die eine oder andere der hier vorgestellten Aktien? Teilst du unsere Ansicht und Analyse oder hast vielleicht noch was hinzuzufügen? Findest du vielleicht einige unserer Empfehlungen totalen Quatsch? Es würde mich freuen, deine Meinung in den Kommentaren hier zu lesen. Die Kommentare unserer Zuschauer helfen anderen Zuschauern enorm. Wir sehen uns hier als eine Community, wo wir uns gegenseitig unterstützen. Und deine Tipps, deine persönliche Erfahrung zum Beispiel hier mit solchen britischen Aktien sind für uns alle enorm wertvoll. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.